Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV hier bei Frankenfernsehen. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratiemoloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Also ich denke, es muss ganz klar das Ziel unsererseits sein, dass so viel wie möglich der Arbeitskraft des Pflegepersonals auch bei den Menschen, die das benötigen, dementsprechend ankommt. Von daher ist es so, dass wir uns darum bemühen müssen, gerade auch seitens der Politik, dass wir den Aufwand für die Dokumentation auf ein absolutes Minimum runterfahren, sodass also möglichst viel Zeit für die Arbeit an den Menschen übrig bleibt. Deswegen muss die Dokumentationspflicht deutlich entschlankt werden. Es muss deutlich entschlankt werden. Es ist unumgänglich, dass die Pflegenden mehr Zeit haben für ihre Patienten. Isar 2, Gundremmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden. Mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung auf zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell. Wir haben als Bürger die Atomforschung bezahlt. Wir haben als Endverbraucher ein gutes Geld für den Strom, für den Atomstrom bezahlt. Und ich denke, das ist jetzt an der Zeit, dass mal die Energiekonzerne Verantwortung übernehmen und für die Stilllegung und Endlagerung und so weiter zuständig sind und das auch bezahlen. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, dass die Politik ihren Verpflichtungen, hier die notwendigen Maßnahmen mit zu unterstützen, nachkommen muss. Also sprich auch bei der Endlagersuche dementsprechend mit ihrem Part abliefern muss. Das war Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns dann kommende Woche wieder hier bei Frankenfernsehen.